Sie sind hier, 22. November 2018, 8.27 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Didier Drogba beendet im Alter von 40 Jahren seine Karriere. Urheberrecht Getty Images. Didier Drogba beendet mit 40 Jahren seine Karriere. Sport 1 blickt auf seine beeindruckende Laufbahn, sein bewegtes Leben und die dramatische Nacht von München. Es ist dieser eine Moment, den kein Bayern-Fan jemals aus dem Gedächtnis wird streichen können. Didier Drogba, das Schreckgespenst. Der Mann, der 2012 den Traum vom erfolgreichen Finale der WM wie aus dem Nichts zerstörte. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ging die Karriere eines der größten Fußballer Afrikas zu Ende. Im Alter von 40 Jahren stand er zum letzten Mal als Profifußballer auf dem Platz. Er verlor mit Phoenix Rising das Finale der zweitklassigen United Soccer League in den USA mit 0:1 nach 686 Pflichtspielen und 300 Toren auf Vereinsebene, sagt Drogba. Au revoir. Ich möchte allen Spielern, Trainern, Mannschaften und Fans danken, die ich treffen durfte und die diese Reise einzigartig gemacht haben, schrieb der 40 Jahre alte Ex-Nationalspieler der Elfenbeinküste auf Twitter, twitter.com/didierdrogba/status/1065370690159865586586. Sport 1 blickt auf seine Karriere, sein bewegtes Leben außerhalb des Platzes und die dramatische Nacht von München zu zurück. Jetzt die Sport1-App herunterladen. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.